Herzlich willkommen. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit Microsoft Excel 2010 ganz einfach Organigramme erstellen können. Gehen Sie dazu in den Registerpunkt Einfügen und dann auf Smart Art in der Gruppe Illustrationen. Hiermit öffnet sich ein Untermenü mit verschiedenen Smart Arts, die Sie in Excel 2010 bearbeiten und einfügen können. Wählen Sie nun Hierarchie und dann auf Organigramm. Mit einem Klick auf OK öffnet sich das folgende Fenster. Sie können nun die einzelnen Texte bearbeiten, indem Sie auf der linken Seite die entsprechenden Positionen eingeben . Sie können auch selbstverständlich Stabstellen besetzen. Zum Beispiel so, Assistenz. Weitere Stabstellen können Sie mit Return-Taste einfügen oder mit Backspace zurück auch entsprechend wieder löschen. Mit dem Tabulator können Sie entsprechend einrücken, wo die einzelnen Positionen sein sollen. Klicken Sie außerhalb des Bearbeiten-Fensters, sehen Sie in der Bildschirmmitte Ihr entsprechendes Organigramm. Mit einem Klick auf das Organigramm können Sie auch oben in der Diagrammleiste verschiedene Designs wählen, Farben auswählen, das Organigramm größer machen, ganz nach Belieben. Ihren Gestaltungsmöglichkeiten sind hier nahezu keine Grenzen gesetzt.